Und dann holen wir zuerst die großen Favoritinnen hier auf den Titel rein. Sie sind die amtierenden deutschen Meisterinnen und wir fangen an mit der Blockerin. Vom A-Cup ab in die Weltspitze. All das in 3 Jahren. Die Entwicklung ist unfassbar. 1,90 lang. Am Netz eine absolute Macht. Svenja Müller. Zu bieten hat. Sinja, the Sin Beast, Tillmann. Der Vitrine macht es mal richtig laut. Hier ist Melanie Gernert. Du hast dir dieses Finale mehr als verdient. Macht's mal richtig laut hier. Sanne Kron. Svenja Müller hoffentlich noch weit von ihrer Prime entfernt. Das ist jetzt schon geil. Option on two. Sehr nice. Aber es ist... Ja, da sind wir nämlich. Herzlich gutes Timing. Ja. Ah, geil. Ich sehe gerade die junge Dame, die gerade super glücklich mit einer neuen Athletes Eyewear Brille jetzt am Start ist. Gerade gewonnen. Und Anne Kron, Matchup gegen Svenja Müller. Nach den ersten Stich vorne am Netz. Ach, Johannes hat sich gemeldet. Sehr schön. Dann ist Johannes. Aber Philipp, schreib mal rein. Ist er denn vor Ort oder ist er irgendwie verhindert gewesen und konnte nicht kommen? Habe ich schon fair, dass er gewonnen hat. Also, Start ist eigentlich as good as it gets for Gernot Krohn. Boah, das ist ein gieriger Block. Schöner Float. Und damit Krohn ist das zweite Mal davor. Weil Svenja Müller fairerweise auch ein bisschen den Ball fallen lässt. Wackler von Anne, super schwieriges Zuspiel. Boah. Ja, wow, aber den... Anne Kron. So wichtig ist er, ansonsten gibt es eine Auszeit hinterher. Ja. Natürlich bekommt Anne auch den letzten. Schlechter Pass. Weit weg. Nicht mit Sinja Tillmann, so ein Geschubster. Komischer Ballwechsel, aber natürlich fällt er dann hinten raus für Melli. Melli und Anne haben sich eh eine ganz, ganz große Dönerbox verdient. Egal, wie das Ganze hier ausgeht. Wow, und das Sinja ist einfach nur gut. Diese Reaktion, dieser Touch. Ja, Sinja ist wirklich das perfekte Beispiel. Das liebe ich auch, weil das so selten im deutschen Volleyball so ist. Für diese Prime, für diese besagte. Ja. Ende 20 startende, bis Anfang 30 gehende Prime. Das ist natürlich auch wieder frech und clever gemacht. Ich muss Melli erstmal nochmal von der Linie attackieren. Geht in Richtung Svenja. So, guter Aufschlag. Und ist ein guter Defense-Kontakt. Und ist ein noch besserer Pass. Und dann ist es der beste Blockkontakt am Ende. Der Rallye von Svenja Müller, die sich damit Satz Nummer 1 krallt. Quote würde schmecken für Melli und Anne. Und aktuell zumindest mal noch ausgeglichen zu Beginn dieses zweiten Satzes. Aber Svenja Müller mit dem perfekten Line-Shot hinterher. Also auch auf der World Tour findest du selten eine Konstellation von 4 Leuten, die so hoch sind. Ohne Spaß. Ist meine Aufgabe für euch, mal ein paar zu nennen. Und das war eine Aufgabe für Svenja Tillmann. Da nehmen wir uns natürlich raus, Martin. Nee, wir machen einen Top-Job, wollte gerade sagen. Ein Top-Job. Extraordinary. So, der ist jetzt wichtig. Ja, schöne Lösung von Melli. Turniertrinker. Auch gut, die braucht es auch. Ja. Svenja geht Kopf und Melli kommt da drunter. Und dann ist aber 4 Feld, 11. offen und dann kriegt Melli auch noch hinten raus einen Abschuss. Kleiner Wackler bei Svenja. Da ist sie doch zweimal dran. Ja, Anne guckt auch kurz mal in Richtung von Nils Köhler. Aber dann nimm doch die Challenge. Ja? Dann nimm doch die Challenge auf die 4 Kontakte. Sie ist doch vorne am Netz dran, oder nicht? Auf dem Schirm. Ja, weiter, 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 weiter. Da ist sie noch nicht dran. Jetzt ist sie dran. Ja. Aber ist das ein Block? Ist ja kein Blockkontakt. Nein! Ja. Na, und jetzt frisst sich Svenja mal ein. Ja, der wird super schwer. Traut sie sich? Defense ist gut von Melli. Pass ist sehr gut. Guck doch mal, wir haben ein Spiel. Die kämpfen sich einfach immer wieder zurück. Ist das crazy, Svenja? Lass Svenja mal spielen. Und Melli hat den. Pass ist nur okay, hängt ein bisschen im Rücken. Ja, aber Melli bringt den durch zum 19-20. Richtig guter Aufschlag hinterher. Ja, der ist drüben, der ist drüben. Anne. Anne kriegt ihn nicht rübergeschmissen. Chance Nummer 2, Svenja fürs Match. 4 Kontakte? Er pfeift 4. Ich bin gespannt. Ja, er pfeift 4 Kontakte, ja. Und Svenja will die Challenge. Wir gucken nach, ob es wirklich 4 Touches waren. Ja, das ist als Blockkontakt zu werten. Das ist kein Drückduell. Das ist ein Blockkontakt von Svenja Müller. Da ist mein Melli von der anderen Seite. Melli ist da. Melli ist da. Melli hat die Chance. Für den Satzball. Ja, geht immer. Lebt noch. Da war ein Blocktouch dran. Alles gut. Hätten sie eh challengen müssen, wir spielen weiter. Und Anne löst es auf. Sie kriegen sie wieder in den Sand. Das ist weit hängt ein bisschen weit.
Ja, aber Lösung von Svenja ist richtig gut. Hart die Linie runter. Fällt eklig. Ja, das soll's gewesen sein. Das soll's gewesen sein, Svenja. Für den Titel und da ist er. Champion auf der German Beach Tour hier in Bremen. Wie erwartet, aber ein Riesenkampf von den beiden. Okay, Prost. Browser auf, wir streamen wieder. Es geht nochmal los. Es geht nochmal los.